Also man muss ja sagen, es wird zurzeit auf jeden Fall nicht langweilig. Das ist auf der einen Seite natürlich gut, auf der anderen Seite muss man sich ja aber auch irgendwann mal die Frage stellen, wie lange das so in der europäischen Luftfahrt noch weitergehen soll und wer da womöglich noch alles drunter leidet. Mit FlyBMI bleibt von nun an nämlich die nächste Fluggesellschaft am Boden und das ist natürlich keine riesengroße Fluggesellschaft, aber zum aktuellen Zeitpunkt sieht es so aus, als würde genau diese Eigenschaft, eben nicht riesengroß zu sein, dafür sorgen, dass immer mehr Airlines echt mit riesigen Problemen zu kämpfen haben. Und das schauen wir uns heute noch mal etwas genauer an. Und wir gucken auf einen der kleineren deutschen Flughäfen, Rostock-Lage. Genau diese Fluggesellschaften braucht man da, um überhaupt irgendetwas anbieten zu können. In diesem Sinne viel Spaß beim Video. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ich wünsche euch allen einen guten Start in die neue Woche. Ist schon fast ein bisschen traurig, dass man sich irgendwie gar nicht mehr so richtig wundert, oder? Ich meine, jetzt haben wir so viel über Konsolidierung gesprochen und über insolvente Fluggesellschaften und wer da womöglich in naher Zukunft noch hier und da verschwinden könnte oder was sich hier und da verändern wird. Wir haben so viel Vermutungen aufgestellt, so viel spekuliert und dann passt man einmal nicht auf und dann kommt die nächste europäische Fluggesellschaft um die Ecke, die man vielleicht kurz mal nicht auf dem Zettel hatte. Dann ist man kurz überrascht, dass die jetzt auch vom Markt verschwinden wird, dann ist aber auch schon wieder gut. Aber auch hier im Falle der FlyBMI sind es ja jetzt wieder mehrere hundert Arbeitsplätze, die da dranhängen. Mehrere hundert Arbeitsplätze, die jetzt auch recht plötzlich und auf eine sehr unschöne Art und Weise draufgehen, obwohl das vielleicht nicht unbedingt das richtige Wort ist, denn diese Arbeitsplätze verschwinden natürlich nicht. Sie entstehen an anderen Stellen neu, beziehungsweise werden auf andere Bereiche verlagert oder bleiben sogar im gleichen Bereich und werden auf andere Fluggesellschaften verlagert. Man kann davon ausgehen, dass die im Idealfall recht schnell einen neuen Job finden. Nichtsdestotrotz ist das eine sehr, sehr unschöne Art und Weise, seinen Job zu wechseln. Beziehungsweise steht man jetzt erst einmal für den Moment ziemlich blöd da. Und das sind, wie gesagt, im Fall der FlyBMI mal wieder mehrere hundert Arbeitsplätze, etwas weniger als 400. Dabei ist ganz klar, es bleibt natürlich, wie es mittlerweile so schön heißt, Anwendung der Marktwirtschaft. Es ist einfach nachvollziehbar, dass ein Unternehmen, vor allem wenn es ein eigenständiges Unternehmen ist, ohne einen riesigen Konzern im Hintergrund, der eventuelle Schwierigkeiten da auffangen kann, dass dieses Unternehmen früher oder später seinen Platz am Markt räumen muss, wenn man einfach kein Geld mehr verdienen kann. Und das ist bei der FlyBMI jetzt genauso gewesen. Aber all diese Fluggesellschaften, die jetzt in den letzten Monaten, in den letzten Jahren verschwunden sind vom Markt, die sind ja nicht blöd. Da gab es bestimmt mal den ein oder anderen größeren, kleineren Fehler im Management. Aber diese Fluggesellschaften gab es ja nicht, damit sie irgendwann mal pleite gehen, sondern die hatten alle ihre Berechtigung am Markt. Können das heute aber nicht mehr in bares Geld umwandeln und damit zur FlyBMI selbst. Das ist eine kleine in Schottland sitzende Regionalfluggesellschaft mit einer durchaus bekannten Lackierung, die einem hier in Deutschland auch hin und wieder mal über den Weg läuft und die einen selbstverständlich an die ehemalige Muttergesellschaft erinnert, die British Midland Airways. Die hat wohl jeder schon mal irgendwo gesehen. Das ist eine Fluggesellschaft mit einer wahnsinnig langen Geschichte. 1938 wurde British Midland Airways gegründet und die hatten so zum Schluss etwa die Größenordnung wie heute die deutsche Ferienfluggesellschaft Condor. Allerdings gibt es British Midland Airways, kurz BMI, seit 2012 nicht mehr. Die Fluggesellschaft mit damals etwas mehr als 3600 Mitarbeitern, die da übrigens noch bzw. kurzzeitig zu 100% der Lufthansa gehörte, die wurde dann 2012 von der International Airlines Group übernommen. Lufthansa hatte die verkauft und dann wurden die in diese Airline-Truppe integriert. Dabei wurde im Zuge dieses Prozesses der Name bzw. die Marke British Midland Airways abgeschafft. Endlich mal eine Fluggesellschaft, die in Anführungszeichen nur übernommen wurde und nicht direkt gegen die Wand gefahren wurde. Aber gut, im Jahre 1998, also noch einige Jahre vor der Übernahme, übernahm British Midland Airways eine kleine Fluggesellschaft namens Business Air, machte daraus dann British Midland Commuter und das war die kleine Regionaltochter der British Midland Airways. Als Lufthansa dann im Jahr 2009 100% der großen Muttergesellschaft, also British Midland Airways, übernahm, tat man das auch mit der kleinen Regionaltochter, die mittlerweile BMI Regional hieß. Unabhängig von der großen Muttergesellschaft wurde die Regionaltochter BMI Regional dann im Jahr 2011 von der Lufthansa für 8 Millionen Pfund an ein weiteres Unternehmen verkauft. Die große Fluggesellschaft British Midland Airways auf der einen Seite ging also an die International Airlines Group, BMI Regional nicht, Nummer 1 hat man eingestampft, Nummer 2 nicht und BMI Regional wurde danach unabhängig von der Muttergesellschaft weiter betrieben. Jetzt würden böse Zungen an dieser Stelle eventuell behaupten, dass das zu dem Zeitpunkt eventuell ja schon absehbar war oder zu erwarten war, dass eine kleine Fluggesellschaft gar nicht funktionieren kann, wenn sie den gleichen Namen, die gleiche Lackierung wie die verschwundene große Gesellschaft behält. Immerhin musste die BMI ja in die International Airlines
Insurance Group integriert werden, weil sie eben als BMI selbst keine Gewinne mehr abgeworfen hat. Die einzige Alternative wäre auf lange Sicht wahrscheinlich die Insolvenz gewesen. Lufthansa wollte die BMI ja abgeben, eben weil sie keine Gewinne mehr abgeworfen hat. Da könnte man sich ja eventuell denken, dass das mit der kleinen Regionalfluggesellschaft, die ja den gleichen Namen trägt, die gleiche Lackierung trägt, wie die große verschwundene Fluggesellschaft, dass das nicht ewig damit gut gehen kann. Ja, kann man sich vielleicht denken, hat dann ja aber ziemlich lange funktioniert, denn die Fluggesellschaft BMI Regional bzw. Fly BMI, wie sie dann später hieß, war für viele, gerade auf innerbritischen Strecken, eine gern genommene Zeitersparnis. Die Fluggesellschaft galt lange Zeit als eine der pünktlichsten Fluggesellschaften in ganz Großbritannien. Und mit einer Flotte bestehend aus etwas weniger als 20 zu diesem Zeitpunkt noch modernen Embraer Jets ließ sich dort auf diesen weniger frequentierten Strecken auch eine richtig gute Auslastung erzielen. Mit anderen Worten, man konnte dort Geld verdienen. Gerade um das Jahr 2010 herum hat das richtig gut funktioniert und die Fluggesellschaft machte sich zur Aufgabe, in ganz Europa genau diese Strecken zu finden. Die Strecken, die wenig frequentiert sind, aber durchaus für eine gewisse Anzahl an Leuten interessant sind. Und eben genau so wenig frequentiert, dass vielleicht eine Fluggesellschaft wie die Lufthansa einen Airbus A320 dort nicht voll bekommt. Genau da hat man dann die Fly BMI bzw. BMI Regional Flieger hingesetzt. Dafür hat eine große Fluggesellschaft wie die Lufthansa natürlich auch ihre eigenen Regionaltöchter bzw. ihre eigenen Tochtergesellschaften an verschiedenen Stellen in Europa irgendwo platziert, die gewisse Strecken hier und da abgreifen können, was es für eine Fly BMI natürlich nicht einfacher macht, passende Strecken zu finden. Aber man war ja hier mit etwas weniger als 20 Jets auch nicht drauf und dran, die Nummer 1 in Europa zu werden, sondern man hat sich halt hier und da immer mal attraktive Strecken rausgepickt, diese dann probiert, rumexperimentiert, gewisse Sachen haben funktioniert, andere Sachen haben nicht so gut funktioniert, aber so hat man sich dann ein durchaus interessantes Streckennetz aufgebaut. Es gab dann auf einmal richtige Drehkreuze in zum Beispiel München oder Brüssel, also an Orten, die wirklich nicht in Großbritannien liegen. Fly BMI kam also auch nach Deutschland und das dann auch immer mehr. Es gab zum Beispiel nahezu tägliche Verbindungen von Hamburg bzw. von Frankfurt nach Bristol und dann ein Jahr später kam auch Hannover bzw. wie eben gesagt München hinzu. Und das immer noch nach dem gleichen Prinzip, einfach eine unkomplizierte, schnelle Flugverbindung und das immer so pünktlich wie möglich. Sehen konnte man die Flugzeuge dieser Fluggesellschaft dann in den darauffolgenden Monaten beispielsweise auch noch in Bremen. Man hatte nämlich von der OLT Express die Flugstrecke Bremen-Toulouse übernommen. Dann kam der Flieger auf einmal nach Saarbrücken, nach Nürnberg oder auch nach Rostock-Lage. Besonders interessant war es dann, man hat Fly BMI auch auf innerdeutschen Strecken platziert. Aus wirtschaftlichen Gründen hat man die meisten dieser eben angesprochenen Verbindungen so in den letzten 24 Monaten Stück für Stück immer weiter wieder rausgenommen aus dem Flugplan. Zum Beispiel wurde im Januar 2019, also jetzt gerade erst vor einem Monat, eine Verbindung von Stuttgart nach Rostock, also auch eine innerdeutsche Verbindung von Fly BMI wieder aus dem Flugplan rausgenommen und jetzt ist halt eben ganz Schluss. Die Maschinen der Fly BMI gehen mittlerweile im Schnitt auf die 20 Jahre zu. Damit ließ sich ein Gewinn höchstwahrscheinlich nur noch auf vereinzelten Strecken realisieren, auf innerdeutschen Strecken wohl eher gar nicht. Dabei seien es wohl die steigenden Kerosinpreise des letzten Jahres und die noch nicht wirklich vorhersehbaren Folgen des Brexits gewesen, die die Fluggesellschaft jetzt dazu gebracht haben, am Samstagabend den Flugbetrieb mit sofortiger Wirkung einzustellen und schnellstmöglich Insolvenz anzumelden. Damit haben wir hier halt eine nächste Fluggesellschaft, bei der das Bedienen von kleinen Nischen eben nicht mehr so funktioniert hat, wie man sich das vielleicht irgendwann mal gewünscht oder vorgestellt hat oder wie es ja vielleicht sogar irgendwann mal funktioniert hat. Somit eine der letzten bzw. vielleicht sogar die interessanteste Flugverbindung, die Fly BMI hierzulande einstellen musste, war die innerdeutsche Linienverbindung von München nach Rostock-Lage. Und das muss man sich wahrscheinlich einfach dreimal laut aufsagen und dann merkt man schon, da lässt sich doch gar kein Geld mehr verdienen. Zumindest jetzt nicht mehr. Ich meine, die Zeitersparnis ist natürlich da. Das liegt auf der Hand. Ist sicherlich eine bequeme Sache, dass Fly BMI diese Flugverbindung überhaupt im Programm hat. Macht sicherlich vieles einfacher. Ist eine gute Strecke, für die man wahrscheinlich ganz gerne mal ein Flugzeug nimmt, wenn man sie denn überhaupt mal zurücklegen muss. Aber da jetzt mit der Bahn von Bayern nach Mecklenburg-Vorpommern hochzujuckeln, ist bestimmt nicht so bequem. Aber eben zu fairen Preisen, mit einer fast 20 Jahre alten Embraer, zu entsprechenden Kerosinpreisen, dann mit, wenn es gut läuft, vielleicht mal 30 Leuten, wenn es schlecht läuft, mal mit nur 5 Leuten, da diese Flugverbindung rentabel anbieten zu können, das stelle ich mir dann doch ziemlich schwierig vor. Offiziell heißt es seitens des Flughafens, dass das eine sehr beliebte Flugverbindung war. 12-mal hat man das wöchentlich angeboten, was ja durchaus schon mal eine interessante und nicht zu unterschätzende Menge an Flügen ist. Aber dass das nicht lange gut geht, war ja vielleicht doch irgendwo auch zu erwarten. Mit Fly BMI hat man jetzt interessanterweise mal, ja, ich glaube, die erste Fluggesellschaft, die ganz klar die noch nicht wirklich vorhersehbaren Folgen des Brexits für die europäische Luftfahrt als Mitgrund zumindest für ihre Insolvenz angeben.
Das liegt auf der einen Seite selbstverständlich daran, dass diese Fluggesellschaft FlyBMI als europaweit agierende Airline aus Großbritannien, dass die natürlich sehr viel mehr davon betroffen ist als die entsprechenden anderen Kandidaten, die wir jetzt in den letzten Monaten uns angeschaut haben, weil die eben vom europäischen Markt verschwunden sind. Nichtsdestotrotz muss man sich als europaweit agierende Fluggesellschaft, egal aus welchem Land man kommt, sicherlich mit diesem Thema Brexit mal auseinandersetzen, denn der wird Folgen für die europäische Luftfahrt haben. Das ist dann aber auch nochmal ein ganz anderes großes Thema, für das es nochmal ein extra Video gibt, aber für diesen FlyBMI-Fall ist es jetzt wichtig zu wissen, dass die Fluggesellschaft ohne Zweifel zu den Airlines gehört, die sich wohl am wenigsten bis gar nicht auf diese anstehende, tiefgreifende Veränderung Ende März vorbereitet haben. FlyBMI war zu einem Großteil halt eben nicht innerbritisch unterwegs und war auch oft ja gar nicht nach Großbritannien oder von Großbritannien ausgehend unterwegs, sondern man sah die Flugzeuge oft in Brüssel oder am Flughafen in München, zum Beispiel dann für die innerdeutsche Strecke nach Rostock-Lage. Für die Passagiere ist selbstverständlich alles wie gehabt. Alle Flüge sind gecancelt, es finden keine FlyBMI-Flüge mehr statt, es gibt selbstverständlich auch keine Erstattung von der Airline, Alternativen muss man sich selbst suchen. Ja, mittlerweile wäre vielleicht eine Rangliste ganz interessant, wie viele Leute es jetzt eigentlich in Folge geschafft haben, Tickets bei einer dann insolventen Fluggesellschaft zu kaufen und jetzt ohne Ticket und auch ohne Geld dastehen. Jetzt müssen wir aber nochmal ganz kurz den Flughafen Rostock-Lage ansprechen, denn da reden wir schon die ganze Zeit drüber, aber es ist wahrscheinlich noch nicht so richtig klar, was das für den Flughafen jetzt bedeutet. Germania sollte dort im Jahr 2019 etwa 50% der Marktanteile übernehmen. Die Fluggesellschaft ist jetzt weg und mit FlyBMI fällt nun die letzte Fluggesellschaft weg, die von dort aus überhaupt Linienflüge angeboten hat. Der Flughafen Rostock-Lage hat keine einzigen Linienflüge mehr zum aktuellen Zeitpunkt. Da steht nichts auf der Abflugtafel, auch für morgen nicht, und da steht auch nichts auf der Ankunftstafel. Die Gesellschafter des Flughafens beraten aktuell oder zumindest heute beraten sie über die Zukunft des Flughafens, weil einen Flughafen ohne Flüge, den braucht man ja irgendwie nicht, und den nur für Flugschulen bzw. für die Bundeswehr weiter betreiben, das halte ich dann doch für eher unwahrscheinlich. Mal schauen, was da die Zukunft bringt. Was innerdeutsches Reisen angeht, sehe ich die Zukunft dann aber spätestens jetzt dann doch eher mal bei der Bahn. Das habt ihr auch häufiger mal angesprochen. Das ist aus vielerlei Hinsicht durchaus nachvollziehbar, dass man auf innerdeutschen Strecken durchaus mal die Bahn statt das Flugzeug nehmen sollte. Und gerade jetzt sieht es mit kleineren deutschen Flughäfen, die aber für einen selbst vielleicht ein, zweimal im Jahr dann doch an ganz gut passenden Orten liegen, mit denen sieht es langsam aber sicher ziemlich dunkel aus. Und da braucht man dann für die Zukunft ein wirklich gut ausgebautes, aber noch viel wichtiger, ein gut funktionierendes Hochgeschwindigkeitsbahnnetz. Das kann dann Flüge ersetzen. Und wie gesagt, ist aus vielerlei Hinsicht, vor allem aus Umweltsicht, auch eine sehr viel schönere Sache. Ja, und dann bin ich sehr gespannt auf eure Meinung zu dem Thema. Damit soll es das für heute gewesen sein. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Ein großes Dankeschön geht heute noch an Jeremy raus. Vielen lieben Dank an dich für deine großzügige Unterstützung auf meiner Patreon-Seite. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.